Hi, ich bin Alex Burger und ich bin heute hier am Mainzer Nordhafen, weil ich auf Facebook gelesen habe, dass hier ein Haus besetzt wurde. Und zwar in der oberen Ausstraße 7, das ist dieses Gebäude dort. Der Grund ist einfach, in Mainz gibt es viel zu wenig Freiräume für Kultur und die wollen hier ein Kulturprogramm machen. Und ich schau mal, was ich jetzt hier über diese Besetzung rausfinden kann. Der Ort ist für alle. Also es gibt halt eine Gruppe, die das gestartet hat. Natürlich muss es hier irgendwie geben. Aber schon bei der Nachttanzdemo kamen halt Leute an, die waren dann hier solidarisch, sind einfach hergewandert in einem großen Pulk, haben sich da vorgestellt. Erstmal ein bisschen, waren sie überrascht, aber dann später kamen sie rein, ins Gespräch. Und mit den Leuten von der Nachttanzdemo, die gerade reingekommen sind, wurde schon direkt das nächste Plenum beschlossen, also wann die nächsten beiden Termine stattfinden und ein paar Themen. Und man kommt einfach dazu und man ist dann schon Teil von diesem Ort, von wir quasi. Wir ist ein ganz, ganz schwer zu fassender Größe anscheinend bei diesem Projekt. Also es gibt Leute, die sich im Haus befinden und viel arbeiten, viel Zeit investieren. Es gibt Leute, die nur partikulär drin sind und auch arbeiten gehen. Es gibt Leute, die nur draußen sind und sich auch zum Teil aus verständlichen Gründen nicht reintrauen, aber immer wieder Essen mitbringen. Es gibt Leute, die nur zu Besuch sind, manchmal abends und irgendwie unterstützen, Klopapier beibringen. Es gibt da drin sehr viel Klopapier inzwischen. Aber die Initiatoren, fällt mir nicht, bin ich nicht in der Lage, das zu beantworten. Man kann vorbeikommen. Vorher kann man, wenn man es sich ganz einfach machen will, kann man die Internetseite auschecken, die unten in den Links steht. Da gibt's eine Liste von Dingen, die gebraucht werden. Aber ansonsten gibt es auch einfach, kann man das als das verstehen, was es ist, ein Freiraum. Und man kann sich dann selbst hier einbringen und verwirklichen. Es gibt auch auf der Internetseite eine Liste vom Kulturprogramm, also Kulturprogramm, natürlich nicht nur Kulturprogramm, auch Workshops und alles. Und man kann selbst über die Internetseite auch schon bekunden, dass man hier einen Workshop machen möchte. Aber noch viel einfacher ist es halt, reinzugehen und dort sich auf die jeweilige Liste einzutragen und halt im Plenum einfach zu sprechen. Und wenn man da hingeht, kann man sich über alles informieren und gucken, auch was man braucht. Generell sauber machen. Ich glaube, das ist, was am allermeisten gebraucht wird. Sauber machen, Sachen bauen. Also das Atelier Zukunft ist rausgeworfen worden. Meinisch ist bedroht. Die Laienhöfe werden Leute gerade rausgeekelt. Das Neutorschulenbündnis hat es versucht. Ist sehr, sehr schnell beim Oberbürgermeister abgeblitzt. Es ist halt keine Gruppe, die in der Lage ist, auf kommerziellen Wege das zu machen. Und vor allem will sie es auch nicht. Es ist einfach so, dass es ein Freiraum sein soll, auch Leute nicht ausschließen soll wegen ökonomischen Sachzwängen. Und wenn das hier kommerziell vielleicht gemietet worden wäre, für wahrscheinlich einen nicht geringen Preis, dann wären Leute ausgeschlossen. Diese Gruppe will niemanden ausschließen. Alle sollen dabei sein. Auch gerade, dass ja auch Wohnraum geschaffen werden soll, soll Leuten die Möglichkeit geben, frei von Mietzwang, also eine enorme ökonomische Entlastung an Projekten, mitzuwirken, um einfach die Gesellschaft und die Welt zu verbessern. Die Probleme sind zahlreich und dieser Ort soll einem die Möglichkeit geben, sich mit diesen befassen zu können und etwas auch noch gleichzeitig für sich tun zu können, damit man nicht irgendwann zusammenbricht. So, ich habe jetzt gelernt, was man alles filmen und was man nicht filmen darf. Auf gar keinen Fall darf man Gesichter zeigen, man darf auch nicht zeigen, wie viele Leute hier sind und man soll nicht die Barrikaden zeigen. Aber hier ist etwas, das ich euch zeigen darf, und zwar ein noch gar nicht weiter beackerter Raum oder ganz viele Räume, ein Flügel von diesem Gebäude. Da gibt es dann so hässliche Räume und so hässliche Räume, aber im Endeffekt gibt es hier noch mehr als genug Räume, um hier noch was rauszumachen. Also, ja, als Kulturzentrum hätte das schon mal ganz schön viel Platz. Spannend ist natürlich, ob das hier sofort wieder geräumt wird oder ob man einfach dieses zerfallene Ding mal in Ruhe lässt und die Leute
hier was reinbauen lässt, weil im Endeffekt Eigentum verpflichtet ihr auch, und wer das so zerfallen lässt, der sollte, weiß ich nicht, da gibt es auch Gesetze zu. Also, hier sind noch so ein paar Räume. Und ich soll auch sagen, die ganzen Graffitis, die hier zu sehen sind, sind noch nicht von den Leuten, die hier sind, sondern die waren schon lange da. Genauso wie das Chaos auch schon lange da war. Genau, hier geht es nochmal weiter. Hier ist nochmal ein großes Lager. Erkennt man da überhaupt was? Ja, irgendwie so ein bisschen. Okay. Ja, ganz schön groß das Ganze. Genau, was wird es hier geben? Also mir wurde gesagt, die planen alle schon Workshops und so weiter. Und ja, Workshops, Konzerte, alles Mögliche soll es hier geben. Oh, das ist echt noch interessantes Zeug. Das gibt es hier oben, und so, da oben ist auch keine Barrikade. Könnte man also mit dem Hubschrauber rein.